Ich dachte, du wolltest auf die. Nummer auf. Ne, ich fahr nur, weil er muss ja, dann bleibt er hier zwei Wochen stehen halt, ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt Bock hast, zwei Wochen da ein Auto. Oder ihr müsst es dann selber tauschen. Keine Ahnung, wie. Ich muss auch selber tauschen. Ich weiß nur nicht, ob ihr mit der Kupplung klarkommt, weil der Schwungrad so leicht ist jetzt gerade. Ich würde sagen, wir machen als erstes Eingangsmesser, oder? Ja. Warte mal, ich guck mal kurz. Nee, schieb hier drauf. Schieb drauf, vier Wochen keine Kunden. Soll ich gerade sagen, zwei Wochen blockieren. Nee, schieb. Hallo liebe Frontantrieb und V6 Turbo begeisterten YouTube-Fans. Das klingt schwul. Leicht, ja. Okay, wir machen trotzdem weiter. Und schon geht es wieder weiter mit dem Herrn da gegenüber. Und zwar Marius. Hi. Den werdet ihr in den nächsten Wochen öfter sehen, weil wir hatten ja gesagt, jetzt wo wir mit dem Grip Golf relativ weit sind, geht es jetzt mit Marius Golf weiter. Schluss. Ihr seht hier unseren TTE 900 Turbo, der jetzt hier rein soll. Und genau deswegen kommt jetzt der Herr ganz links im Bild zum Einsatz. Wir sind mal wieder bei Benny in Holtensen. Benny hat sich nämlich angeboten, hier einen schönen Krümmer für zu bauen. Und das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Tagen, Wochen, Monate, Tage. Marius geht von Tagen aus. Monate Krümmer fahren, genau. Das ist jetzt erstmal unser Dummy, den ihr der eine oder andere vielleicht im Ladenverkauf gesehen habt. Das haben wir einfach nur mal schnell so rangebrutzelt, damit das Ganze auf dem Motorständer im Ladenverkauf cool aussah. Heute seht ihr, was man tun muss, um hier einen schönen Krümmer zu bauen. Sag doch mal kurz, Benny, was wir hier überhaupt bauen. Was also für Material wir nehmen, Rohrdurchmesser und so weiter. Ja, das Wichtigste, wo wir eigentlich mit anfangen müssen, wir müssen die Position erstmal finden. Das heißt, wir sollten jetzt erstmal in dem Falle das Provisorium dementsprechend gleich erstmal abmachen und die Position von dem Lader uns raussuchen, ne? Weil damit hält und fällt alles. Nochmal kurz davor für diejenigen, die wirklich so ein jetzt nicht die unterschiedlichen Typen von Krümmer kennen. Mhm. Wir bauen hier einen, ich sag jetzt mal, der Saugerfan würde sagen, einen Fächerkrümmer. Mhm. Also schon sechs einzelne Rohre, mhm, die dann durch diesen wunderschönen Sammler in diese V-Bahn-Gehäuse reingehen. Genau. Das heißt kein Twin-Scroll, ganz normal einflutig. Einzeln geführt. Und so weiter. In den Sammler rein. Besonders schön wäre natürlich, wenn am Ende alle Rohre möglichst gleich lang sind. Das wäre am schönsten, aber ist meistens nicht ganz zu realisieren. Aber, auch, ne? Aber annähernd. Also ich probiere das schon immer so bestmöglich hinzukriegen, mhm, dass die Wege gleich lang sind. Okay, das heißt, als allererstes müssen wir uns jetzt den Kopf machen, wie der Lader am Ende stehen soll. Genau, dann bauen wir quasi uns eine Halterung für die Endposition, wie der stehen soll. Dann sollten wir jetzt natürlich auch einmal kurz schauen, dass wir genug Platz für die Downpipe haben, die hier verlaufen wird, und für die Ansaugung und Druckverrohrung, die halt hier drüben verlaufen wird. Also das ist das Wichtigste. Wir wollen den Lader so rum haben und drehen nicht irgendwie um oder mal gucken, genau, was es noch so alles einfällt. Genau, nach hier wäre es theoretisch wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Problem ist, wir haben hier die Drosselklappe, mhm, und ich glaube, Marius will die da auch behalten. Ja, also den Lader umzudrehen ist immer noch mal ein Traum langfristig. Ich hätte auch mal Bock, theoretisch auf so einen, ich nenne es mal Top-Mount-Krümmer, dass der Lader eines Tages neben dem Zylinderkopf, mhm, steht. Mhm. Einfach aus optischen Gründen. Technisch weiß ich nicht, wie es mit Frontantrieb funktionieren würde. Mhm. Aber natürlich, dann, ist, wenn du hier mit dem Krümmer und mit der Downpipe durchgehen das willst. Das wird warm dann. Da muss ABS für weg und so weiter. Ne? Also da ist radikal. Oder halt aus der Haube raus, was ich aber nie wollte. So, ne? Gibt es, Benny, bei so einem Krümmerbau Unterschiede zwischen, dass wir jetzt sagen, wir bauen einen Krümmer, der nur auf Leistung geht, oder gibt es auch Möglichkeiten, sowas ein bisschen mehr in Richtung Ansprechverhalten zu bauen oder so? Also ich würde, viele bauen einfach immer nur groß. Mhm. Groß ist nur bedingt richtig, weil das Ganze lebt irgendwo von Strömungsgeschwindigkeit. Ne? Mhm. Hier würde ich jetzt mal sagen, woher haben wir uns ja auch im Prinzip schon für entschieden, das soll 42 mm werden, 42,4 sind es glaube ich genau. Außendurchmesser? Außendurchmesser, genau. Und das reicht auch vollkommen aus. Ich sehe es öfters manchmal mit 50 mm oder sowas, ist einfach nicht nötig. Genau, also um das vielleicht nochmal zu zeigen, letztes Jahr habe ich so angesaugt,
Und das würden wir ja dieses Jahr gern, oder die ganzen letzten 5 Jahre, und das würden wir jetzt ja gern vermeiden, ne? Weil es Menschen gibt, die sagen, dass das auf jeden Fall, ich hörte schon davon, dass 10% angeblich Leistungsverlust des Laders durch so eine scharfe Ansaugung kommen können. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Deswegen würde ich gerne auf jeden Fall harmonischer ansaugen. Ja, das Problem ist ja, du wirst ja bei der Luft, die da durchgeht, niemals das ganze Verdichterrad beströmen können. Mhm. Weil was soll durch diesen engen Knick hier so, weißt du? Das heißt, die wird alle an der Wand lang irgendwie... Genau, wenn du durch eine Tür läufst, läufst du ja auch nicht innen lang, ne? Sondern so leicht ausschweifend. Also nüchtern jetzt. Ja. So, und deswegen wäre es natürlich schon hier cooler, weiß ich nicht, vielleicht mit dem Lader ein bisschen weiter nach hier rüber. Ja, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben, dass man da so ein bisschen, genau, ein bisschen mehr, weiß ich, mit 30 bis 45 Grad so durch kann. Ne? Das wäre genau. Wär der Traum. So, ne? So wie tief können wir mit dem Ganzen gehen, Benni? Wir können auch schon ziemlich weit runter. Also du kommst ja trotzdem mit den einzelnen Zylindern hier trotzdem noch so... Ja, das ist eigentlich so beim VR immer so der Engpass. Ne? Mhm. Also bei mir fällt ja immer so ein bisschen die Optik mit, Benni. Ne? Bei mir auch. Ich will den Lader natürlich nicht da unten auf der Achse schrauben. Nee, dann sieht schon ja keiner mehr. Ne? Ich will halt auch sehen... Aber wir können die Rohrführung generell schon... Genau, aber es muss halt nach unten führen, ne? Baubar sein. Aber ich finde es, glaube ich, schon ganz geil, wenn sich der Radius dem Radius ein bisschen anpasst. Ja, ja, ja. Der nächste Punkt, Marius hätte da gerne eine 100er Downpipe. Sportlich. Vorher war 89, jetzt soll 100 und jetzt kommt die nächste Sache noch, er hätte die gerne in Alu. Mhm. Ja. Only for race. Ich würde es gerne probieren. Kann auch sein, dass er einfach bei 92 aus dem Auto fällt. Aber ich hoffe, ich treffe keinen Kameramann dann. Nein. Die schmilzen einfach nur, wenn das Auto parkt. Es gab ja schon die VR6 Turbos, die gezeigt haben, dass es funktioniert. Aber bei 100 mm führst du auch gut das Ganze halt ab, ne? Das ist gar nicht erst so krass aufwärts. Ich glaube nicht, dass die auf 800 Metern abfällt. Ich glaube auch nicht. Vielleicht. Okay, das heißt, als allererstes trennen wir jetzt die Stangen wieder ab. Positionieren den noch so ein bisschen tiefer und so, wie wir ihn haben wollen. Genau, müssen wahrscheinlich die Stangen ein bisschen länger und so weiter führen. Ne? Und wir machen hier wahrscheinlich schon den Konus, dass wir auf 100 kommen dran. Und dann entscheidet ihr euch, ob ihr den so macht oder ein bisschen eindrehen wollt. Genau, wir können es jetzt so machen, entweder, so mache ich es zum Beispiel öfters, entweder mit einer Motorbrocke, einfach mal hier rüber hängen, weil dann können wir ihn einfach drehen, weil jetzt hier die ganze Zeit das Ding halten. Oder ganz simpel einfach mit dem Motorkran jetzt vor. Festbinden das Ding und erstmal gucken, wie passt das Ding hier überhaupt rein. Weil bevor wir jetzt hier hin und her schweißen. Genau, die Idee finde ich cool, das machen wir. Ne? Ja. Genau. Also erstmal alles ja. Aber jetzt funktioniert es gut. Sahne. Ja, Gefühl da. Das Problem ist ja auch, wir müssen ja mit 6 Bögen weg. Ne? Die bauen ja auch noch ein bisschen auf. Die müsst ihr jetzt eigentlich erstmal holen. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, der Lader wird schon später irgendwo wahrscheinlich so sitzen. Ich würde sagen, als allererstes müssen wir entscheiden, ob Lader so rum oder andersrum. Ja, für andersrum ist einfach viel zu wenig an diesem Motor angebaut. War ich jetzt falsch vorbereitet für. Zündspule. Zusatzwasserpumpe. Das wird so ein enges Gesindel dann hier, dass ich da jetzt... Wir können ja einmal umdrehen. Deswegen haben wir ja unseren schönen Kran jetzt hier. Drehen wir einfach einmal. Finde ich aber optisch... Nee, du musst ihn einmal aufhängen und wieder einhängen. Blöd, weil ich mag es nicht, wenn das Verdichtergehäuse so rumsitzt, dass es unten ist. Geht aber nur so rum, andersrum. Ja, wir müssten andersrum drehen den Lader haben. Reverse-Lader, haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Also finde ich's so rum hässlich. So. Nichtsdestotrotz werden wir ja wahrscheinlich irgendwie... Das ist jetzt die Frage. Wollen wir ihn drehen oder nicht drehen? Genau.
Wenn du ihn halt drehst, kriegst du halt hier noch mehr als 90 Grad rein. Ne? Mhm. Genau. Das hat den, der eine Vorteil wäre die Ansaugung, der Nachteil wäre die Druckseite. Mhm. Eine Idee, die ich jetzt gerade noch habe, das wird dir wahrscheinlich optisch auch nicht gefallen. Was ist, wenn man ihn schräg stellt? Mhm. Finde ich furchtbar. Wirklich furchtbar. So, oben, also ich will keinen damit jetzt persönlich angreifen, jeder hat seinen Geschmack. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn mir jetzt hier oben so ein 90 Grad Bogen im Motorraum steht. Okay. Ist einfach aber Geschmackssache. Über den Ventildeckel mit dem Rohr willst du nicht gehen? Nee. Weil da soll wieder schön eine bekannte Firma stehen. Ich denke, so einen Konus kriegt man ungefähr gepresst. Was heißt, wenn ich pressen? Hast du einen Konus hier, wo du es mit der Presse jetzt wirklich drüber drückst? Aus dem ganz normalen Rohr halt. Ne? Mhm. Alu musst du sich eigentlich ganz gut pressen lassen. Also dann den Abstand zu dir hin müssen wir dann auf jeden Fall mindestens haben. Mhm. Und schau an, also hier wäre es für die Ansaugung natürlich schon geil, ne? Mhm. Das einzigste. Genau, man muss dann nur für die Motor, aber gut, da können wir ein bisschen runtergehen mit der Ansaugung dann. Mhm. Weil es muss ja hier drüber liegt auch noch ein 76er Rohr. Ja. Ne? Aber das ist ja das. Bloß, dann müssen wir jetzt wissen, wie wir das hier eigentlich dann auch schon wieder machen. Mhm. Da musste leider, denke ich, doch gerade gedreht werden mit dem Ausgang. Das wird hier relativ sportlich, ne? Ihr seht jetzt halt, wenn der Lader so stehen würde, dann müssten wir hier, weil das Rohr, das Druckrohr geht später so Pi mal Daumen hier so lang, ne? So, und wenn der Lader so steht, fehlt da ja noch was? Das heißt, man müsste hier noch weiter rumbauen, um wieder gerade zu kommen. Ne? Mhm. Das heißt, es ist wirklich wie so ein Abflussbogen, der so rumgeht. Was mir persönlich noch weniger gefällt, ehrlich gesagt. Ja, da lang kommt nicht in Frage, weil dann habe ich draußen die Klappe und Druckrohr auf einer Seite. Mhm. Genau, ich bin ja immer Symmetriefreund. So, hier so 90 Grad mit so einer Pornonaht drauf, finde ich schon schäffig. So, und selbst dann siehst du aber, wenn du überlegst, hier sind ja auch noch Kerzenstecker und alles drin, ne? Ja. Selbst dann muss der Lader mindestens so nach hinten hinhängen. Ja. Also wir müssen schon den Platz hier hinten nutzen. Ich finde das eh auch optisch schön, wenn das hier so drin liegt. Ne? So ein bisschen drin liegt. Ne? Ja, aber dann wird halt hier wieder. Wobei hier könnte man dann jetzt fast eher ein bisschen nach vorne gehen und halt hier so durchgehen. Ja, das können wir machen. Dann halt gleich so ein bisschen zur Seite wegkippen. Ne? Wobei wir uns überlegen, dass wir da gerne was Gerades draufstecken würden. Das dann hier so. Die Downpipe. Mhm. Mhm. Würde gerne. Wenn man dann noch ein bisschen Platz gewinnen will, also wenn man ihn weiter nach vorne kriegen will, dann können wir ihn halt. Du könntest ihn jetzt natürlich noch so ein Atömchen hochdrehen. Ne? Mhm. Also hochdrehen und dementsprechend tiefer setzen. Wenn wir mal von hier aus gucken und angenommen, wir würden hier durchgehen wollen und würden dann hier nur einen 45 Grad Winkel haben wollen, wo würden wir dann ungefähr rauskommen? Mit 45? Ja. Ja, den können wir ja sogar mal ganz gut draufstecken. Weil der ist ja sogar schon fast. Könnte sogar so weit gehen fast. Ja, guck mal, das ist ja fast schon Minimum kurz, ne? Ja. Mhm. Wir wollen natürlich keinen Schlauch dahin machen, ne? Ich würde da schon, wenn dann lieber ein Alu bauen, ne? Also ein Verbinder und dann ein Alu bauen. Genau. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir müssen uns leider von diesem Ansatz hier trennen. Ja, der erste Schnitt am guten TD. Und zeitgleich kürze ich mal einen Verbinder aufs Minimum, dass wir da direkt so einen Anschlussring reinstecken können. Mhm. Dann können wir nämlich an den Anschlussring vielleicht schon mal einen Bogen auf der anderen Seite ranhalten. Den wir dann einen Alubogen einkürzen. Genau. Und
Und wie war's? Einmalig. Hat Spaß gemacht, ne? So einen niegelnagelneuen Lader zu zerflexen. Das ist ein geiles Gefühl, das wird TTE bestimmt auch freuen. Dass wir den auf der Fräse gekürzt haben jetzt. Ich habe in der Zeit schon mal einen Schlauch abgeflext. Hier haben wir unseren Verbinder erstmal reingesteckt. Der kommt jetzt hier einfach drauf. So. Ja, wie machen wir weiter? Erstmal grob hinhalten, wieder konsequent. Also der muss ja auf jeden Fall hier dran. So. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir auf gar keinen Fall. So, wenn wir das hier irgendwo jetzt ziemlich genau 45 Grad, dann sind wir schon hier. Wir haben zwei Varianten. Wir können entweder einen großen Bogen nehmen, beziehungsweise eigentlich ist es ein mittlerer Bogen, oder einen engen Bogen. Dann könnten wir den ganzen Lader noch deutlich weiter nach hier positionieren. Natürlich ist der große Bogen vom Flow her schöner. Definitiv, ja. Das heißt, ich würde es, glaube ich, abhängig davon machen, wie weit wir hier rüber können mit der Abgasseite. Genau. Den werden wir dann wahrscheinlich hier so reinlegen müssen, so ein bisschen, ne? Ja, so geht schon mal nicht. Weil wir müssen ja auf jeden Fall erst, weißt du, also wenn dann wird das hier auf jeden Fall ein Gestückel werden. Das wird dann so einer mit 5 Nähten. Weißt du? Wir müssen auch irgendwann sehen, dass vielleicht Temperatur. Genau, wir müssen jetzt natürlich hier, ich sag mal, hier ist schön direkt ein Weg, ne? Du musst an eins denken, du musst ja jetzt hier. Von da hinten auch noch nach vorne. Oh, das Problem ist, schauen wir deinen Downpipe. Was machen wir denn damit? Weil nach da kann ich es nicht führen. Ja. Diese drei müssen irgendwo hier hin. Weißt du? So, das mag hier noch ganz gut funktionieren. Und was machen wir denn da hinten? Das wird schon spannend. Weil der klaut uns eigentlich den Platz, wo wir die Downpipe hinbauen wollen, ne? So hätten wir jetzt den passenden Platz. Ungefähr. Für 100er Pipe. Auch für eine 100er Pipe. Ja, so würde ich hier auch noch durchgehen lassen. Ne? Das würde ungefähr gehen. Wir müssen uns grob dran richten. Weil wir haben jetzt einfach stumpf angepunktet, ne? Hier kann man definitiv noch einen Daumen breit rausholen, ne? Siehst du ja? Und dann gehst du ja eh nach unten, das heißt, du würdest hier wahrscheinlich so. Naja, stimmt, es wären ja nur so 60, 70 Grad. So 60 Grad wegschneiden und dann geht er da unten rum. Mhm. So, wir haben jetzt auf der Seite das maximal kurz angekürzt, ne? Ja. Kürzer geht, glaube ich, nicht. Sieht jetzt aber soweit auch ganz gut aus. Ich denke mal, hier so kriegt man jetzt auf jeden Fall noch ein schönes gerades Rohr durch und am Ende schneidet man den Bogen wirklich so bei, weiß ich, 45, 50, 60 Grad ungefähr ab, ne? Ja. Das passt. Das heißt, jetzt haben wir den Lader auf jeden Fall maximal weit hier rüber. Ja. Maximal weit nach da. Genau. So, dass wir hier ungefähr sind. Und hier so, dass hoffentlich die Haube noch zugeht, ne? Das werden wir dann gleich prüfen, wenn der Motorkran weg kann, genau. Ja, jetzt haben wir zwei Stangen gemacht. Mit denen werden wir den Lader jetzt abstützen. Zwischen Sammler und Flanschplatte im Prinzip. Dann fixiere ich das erstmal. Ich mache erstmal hier eine. Kann ich? Bist du rein? Achtung, nochmal. Eigentlich können wir jetzt allererstes gucken, ob Haube zugeht. Ach, das wäre ja, da ist noch genug Luft. Wir können theoretisch auch hoch noch. Er ist jetzt aber auch ein Stück eben runtergesetzt, ja, ne? Müssen wir ein bisschen Vorspannung aufgeben. Haben wir den Vorteil davon, wenn er höher kommt? Wenn ihr im Bau vielleicht unten ein bisschen. Was denn? Ja. Für dich ein Vorteil vielleicht? Optisch und technisch denke ich keiner. Na, jetzt sieht man zum Beispiel auch diesen Bereich, ne? Das, aber der ist nicht unbedingt im Weg.
Ja, noch ein bisschen, falls er noch will. So, mal schauen, wie wir das hier lang führen. Aber das geht, das kann man. Da fehlt jetzt eigentlich auch nichts mehr, bis auf Ölrücklauf. Schau mal, wenn wir das jetzt hier führen, ne? Dann kommen wir auch mit der Downpipe noch raus. Schmeiß weg. Ja. Also es würde gehen. Ja. Musst du mit den 6 Zylindern in einer bestimmten Reihenfolge den Sammler oder scheißegal? Bei Twin Scroll definitiv. Ne? Hier würde ich jetzt aber trotzdem, wir können ja schon mal schauen, wie die im Ausstoßtakt ist, dass man so eine Kreisbewegung quasi reindreht. Ne? Mhm. Und dann. Also nach der Zündreihenfolge. Nach der Zündreihenfolge. Das so ein bisschen. Okay, das wird dann ja noch ein weiterer Spaß. Ja, muss man mal gucken, ob man das so realisieren kann. Ne? Was denkst du, wie wird so ein Krümmer in Sachen Leistung und Ansprechverhalten gegenüber dem alten Gusskrümmer sein? Ich glaube, das wirkt sich dann doch nochmal deutlich positiver aus. Beides besser. Mhm. Also. Obwohl der ja schon recht lang ist von wegen, ne? Ist aber eigentlich nicht weiter schlimm. Ein langer Weg ist eigentlich nicht wirklich schlimm. Ja, wenn wir wissen, was da für ein Gästdurchsatz ist, also wie schnell das da eigentlich drin ist, das merkst du nicht. Mhm. Ist meistens auch für Leistung sogar besser, wenn es so lang ist, ne? In dem Fall ja. Also, da sind lange Krümmer besser. Okay. Meinst du, wir kriegen 100er Downpipe durch? Ich glaube, das könnte gehen. Mit einem ganz kurzen Konus und dann. Das müsste gehen. Und dann da durch, ne? Ja, 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 sollte gehen. Mhm. So, jetzt das bietet sich ja fast irgendwo hier an, oder? Das bietet sich jetzt an. Aber gut, eins dürfen wir nicht vergessen. Komm mal, ne? Ja. Das baut natürlich. Halt perfekt, warte mal. Ja, bin ja gerade zurecht den Einwand gehabt. Jetzt hier ja noch die. Die Krümmerrohre, ne? Ja. Ja, wenn dann, sind aber auch wenn dann wahrscheinlich eher nur so leicht schräg, ne? Da es ja eh nur eins ist und wir einen kreisrunden Sammler haben, ist es mehr oder weniger egal. Man könnte auch zum Beispiel, wenn die Downpipe jetzt so geht, ne, das hier so in die Ecke stellen. Optisch ist natürlich so schön mittig, ne? Ja, Vorteil wäre so halt die Federwechsel, ist natürlich ein Traum, ne? Das stimmt. So ein bisschen interessanter passt, ist dann eher der Winkel, ob du jetzt so, sag ich mal, rangehst oder eher so. Mhm. Ne? Genau, und dass du mehr Flow. Dass es eher gleich reinströmt ins. Genau, dann ist es natürlich für die Druckregelung besser, ne? Und hier gehst du ja schon mit einem relativ guten. Weißt du? Du gehst ja schon mit einem recht guten Winkel da so rein, ne? Guck mal, die Abgase kommen eh so hoch. Der Winkel macht halt extrem viel aus, ja, ne? Ja, stimmt, das sieht echt ganz. Der Winkel macht's. Ja, oder hier hinten vielleicht hin, ne? Stimmt, wäre auch eine Variante. Wäre halt, wenn wir es in eine Downpipe führen. Wäre beides möglich eigentlich. Wir hatten eigentlich vor, hier nur mal kurz heute Abend in einer halben Stunde den Lader zu positionieren. Jetzt sind wir, glaube ich, mittlerweile bei 3 Stunden. Mhm. Das ist immer nicht so einfach, wenn man es am Ende wirklich perfekt haben will. Mir gefällt das so, aber schon eigentlich ganz gut. Ja, ja, auch definitiv. Genau. Ich denke, das wird am Ende schon mächtig darin aussehen, weil es jetzt wirklich ein fetter Krümmer wird. Ne? Das wird schon ein gutes Geschlängel, ne? Wie geht ihr jetzt weiter vor am Krümmer? Wie geht's weiter? Ich hätte einfach anfangen. Also jetzt heißt das wirklich mal. Baust du dann Rohr für Rohr oder wie macht man das? Oder machst du erst oben alle dran? Nee, ich würde jetzt wirklich ein Rohr erstmal durchziehen und ja, dann wirklich das nächste. Und Stück für Stück vorarbeiten. Mhm. Dann, wenn das Ganze, wir können es ja jetzt schon ganz grob erzählen, wie man wieder aufbaut ist, wenn das Ganze dann irgendwann in einzelnen Stücken als System steht, der ganze Krümmer, dann nehme ich jedes einzelne Rohr ab, es wird einzeln durchgeschweißt, von mir durchgeschweißt und dann wird der ganze Krümmer erst wieder zusammengefügt. Mhm. Also wenn ich ihn zusammen habe, baue ich ihn eigentlich wieder komplett auseinander. Ja, ja. Wegen Verzug und so weiter. Wegen Verzug und wegen sauberem Formieren, das ist dann einfach besser möglich. Okay. Ich bin gespannt, was er wiegt am Ende. Ja, der alte Gusskrümmer hat ja auch ein paar Kilos. Ne? Ja. Klingt auf jeden Fall noch mal übel Arbeit. Ist auch ein bisschen Arbeit, aber. Wir werden euch auf jeden Fall weiter berichten, weil das ist so, ich sag mal, so mit der größte Umbau diesen Winter an dem Auto, ne? Ja, mit dem Kühler zusammen. Ne? Dann geht es ja noch weiter, Hosenrohr, Rohre und so weiter. Da können wir euch noch jede Menge erzählen. Das war jetzt erstmal nur der Einstieg. Ihr kriegt noch jede Menge Videos dazu. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zeitnehmen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao. Tschüss. Wir haben es im letzten Video bei VW leider vergessen. Was findet dieses Wochenende statt? Genau, wir fahren nach Fehmarn und dort findet das Midsummer Bully Festival statt. Geht so von Donnerstag bis Sonntag kommendes Wochenende. Und ist auf jeden Fall für alle aircooled VW-Fans, sag ich mal, die sind da richtig. Das heißt,
oben an der See ist ein riesen Bulli etc. Treffen? Ja, es ist schon ziemlich groß, würde ich sagen. Wie viele Autos ungefähr? 500, 800, sowas. Marius und auch VW würden sich natürlich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Jeder ist eingeladen, kann jeder vorbeikommen, offenes Treffen. Ich bin auch vor Ort. Marius ist auch vor Ort und ganz vielleicht fahren René und ich auch noch hoch, aber das müssen wir jetzt noch mal kurz besprechen. Würde mich freuen. Gucken wir mal. Bis zum Wochenende vielleicht.